Danke sehr, Frau Faulhaber. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Bocklet zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Grünen, ich glaube, wir waren in unserem Antrag tatsächlich haben wir uns verschätzt. Wir haben geglaubt, es geht tatsächlich um die Fachkräftesicherung in diesem Land. Wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, was können wir innenpolitisch tun? Innenpolitisch zunächst einmal bei der Frage und haben diesen Antrag tatsächlich ernst genommen der FDP, haben da uns Gedanken darüber gemacht, was macht eigentlich die Stabsstelle Fachkräftesicherung im Sozialministerium? Was macht eigentlich die Diskussion der Landesebene mit den vielen Akteuren der Wirtschaft und der Gewerkschaften? Wir haben dann da Beschlüsse zugefasst, wie wir das angehen wollen, wie wir die Ausbildungsquoten erhöhen können, damit auch mehr Jugendliche noch Fachkräfte werden. Wir haben uns darüber unterhalten, viele Stunden darüber unterhalten, was können wir noch mehr tun, damit tatsächlich die nicht qualifizierten Erwachsenen qualifizierter werden, wie Frauen als großes Potenzial des Arbeitsmarkts noch besser akquiriert werden können, wie ältere Menschen länger gesund bleiben und im Arbeitsmarkt bleiben. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, innenpolitisch, was können wir tun, damit der Fachkräftemangel aktiv angegangen wird und bekämpft wird. Ich finde, dass Hessen eine ganze Menge tut, innenpolitisch, was zu tun ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich gebe zu, wir haben die FDP da eindeutig überschätzt. Es geht darum, die Frage geht es offensichtlich nicht, sondern es geht um die Frage, was passiert eigentlich mit dem Einwanderungsgesetz? Und da kommen Sie mir gerade recht, Herr Kollege von der FDP, die hier in den letzten 19 Jahren an mindestens zwei Legislaturperioden beteiligt waren an der Landesregierung. Und Herr Rock, Sie werden uns sicherlich ins Protokoll nachreichen, Ihre Initiativen für ein Einwanderungsgesetz in dieser Zeit, dass Sie jetzt mit großem dramatischen Tremolo vortragen, das ist die Frage. Was ist der Arbeitsnachweis, liebe FDP, für ein Einwanderungsgesetz in den letzten Jahrzehnten gewesen? Ich sage es Ihnen, 0,0, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Auf der Verhandlungsebene, liebe Kolleginnen von FDP, wir haben auf der Bundesebene Sondierungsgespräche geführt zwischen den GRÜNEN und der FDP, auch mit der CDU, zu dem Thema Sondierungsgespräche einer neuen Bundesregierung. Da steht auf Seite 32 der Sondierungsgespräche als geeinigt, wir wollen ein neues Zuwanderungsgesetz. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wenn Sie nicht so, sagen wir mal, so vorsichtig wären oder so ängstlich gewesen wären, endlich in dieser Bundesregierung auch Verantwortung zu übernehmen, dann hätten wir jetzt schon ein Gesetz, das man verabschieden könnte in der Bundesregierung. Aber Sie sind fahnenflüchtig geworden, hatten Angst vor der Verantwortung. Deswegen gibt es kein Jamaika auf Bundesebene und kein Einwanderungsgesetz von Jamaika. Auch Ihre Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Ja, da müssen Sie einmal dafür gerade stehen. Man kann sich nicht waschen mich, aber mach mich nicht nass. Diese Nummer läuft eben nicht. Man kann regieren dieses Land auf Bundesebene. Man muss nur dazu stehen. Und das wollten Sie nicht. Und deswegen müssen Sie jetzt auf die Landesebene mühsam hier so tun, als ob es einen besonderen großen Druck gibt. Deswegen frage ich noch einmal, Herr Kollege Di Benedetto. Nein, ich bleibe noch eine Minute bei Ihnen, Herr Kollege von der FDP. Wir haben im Jahre 2003, das möchte ich Ihnen jetzt auch nicht verheimlichen, im Jahre 2003 hat die damalige Bundesregierung aus SPD und Grünen ein Gesetz verabschiedet. Das ging in den Bundesrat und wurde dort verhindert. Das Einwanderungsgesetz von der rot-grünen Bundesregierung im Jahre 2003 wurde dort verhindert von CDU und FDP. Ach ja, das ist ein Ding, oder? Wir hätten jetzt schon 15 Jahre lang ein Einwanderungsgesetz, wenn die FDP damals Rückgrat gehabt hätte. Das ist die Wahrheit, das will der Herr Rock aber nicht hören. Ich finde, das sollte man heute auch noch einmal sagen. 15 Jahre später. Guten Morgen, liebe FDP. Na, Sie bringen Anträge ein, jetzt müssen Sie sich damit auch befassen, welche politischen Konsequenzen Sie vorher hatten. Ja, habe ich Ihnen gerade gesagt. Wir in Hessen haben eine Innenpolitik, einen innenpolitischen Maßnahmen der Ausbildungsförderung, der Integration, der Quereinstiege, der Wiedereingliederung, ältere Menschen gesund zu halten und vieles andere mehr. Der Fachkräfte
Aktionskatalog ist groß und umfangreich. Das können Sie nachlesen, das haben wir Ihnen vorgelegt. Ich entschuldige mich, dass wir Ihnen den vorgelegt haben. Er scheint Ihnen nicht zu interessieren. Aber das ist, was wir tun können. Und das, was wir Grünen wollen, das wissen Sie schon seit weit über 20 Jahren. Wir waren die erste Partei, die ein Einwanderungsgesetz hat. Wir haben Sie 2003 in einer Bundesregierung mit der SPD gemeinsam in den Bundesrat eingebracht. Wer hat es verhindert? Sie haben es verhindert. Sie kommen uns gerade recht. Herzlichen Dank, Herr Rock. Ja. So viel zum Thema. Und ich glaube, damit ist eigentlich Ihre Initiative schon längst in sich zusammengefallen. Das ist ein durchschaubarer Versuch, finde ich, einfach durchschaubarer Versuch, hier irgendwo Unfrieden zu sehen, der gar nicht, was ich auch gar nicht verstehe, weil Sie sind doch auch in der Lage zu lesen. Haben Sie den Koalitionsvertrag von CDU und SPD, den aktuell gültigen, noch aktuell gültigen, man weiß ja nicht, wie schnell die Koalitionspartner da auseinanderstoben, aber sollte er gültig bleiben, steht Folgendes drin. Deshalb werden wir ein Regelwerk zur Steuerung von Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und damit das verbundene Recht des Aufenthalts und der Rückkehr in einem Gesetzeswerk erarbeiten, das sich am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientiert. Ein solches Gesetz wird die bereits bestehenden Regelungen zusammenfassen, transparenter machen und, wo nötig, effizienter gestalten. Vulgo, das wird ein zukünftiges Einwanderungsgesetz. Ich weiß gar nicht jetzt, Herr Kollege Di Benedetto, das steht da drin. Lieber Kollege von der FDP, das steht da drin. Wir stehen hier mit staunenden Augen in Hessen und warten auf den Entwurf. Ich stelle jetzt fest, lieber Kollege Di Benedetto von der SPD, dass Ihre Kollegen von der Bundestagsfraktion einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, der im Innenausschuss blockiert wird von seinem Koalitionspartner, aber CDU, aber nicht von uns. Deswegen frage ich, warum schimpfen Sie auf diese Ecke, schimpfen Sie auf Ihre Bundesregierung? Sie soll endlich Ihren Job machen, den sie im Koalitionsvertrag festgelegt hat. Da wären wir einen deutlichen Schritt weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wird mehr und mehr eine Übersprungshandlung, mehr und mehr eine Übersprungshandlung, dass das, was Sie auf Bundesebene nicht hinbekommen, da freue ich mich schon. Das haben wir schon in anderen Feldern erlebt. Jetzt vereinbaren Sie mit der CDU auf Bundesebene ein Einwanderungsgesetz. Ich fasse das einmal so zusammen. Und wie ich erwarte von Ihnen als Bürger dieses Landes, erwarte von Ihnen, dass die Bundesregierung das, was sie verspricht, auch tut. Und ich finde es ziemlich albern, Wochen bevor der Entwurf kommt, im Landtag so zu tun, wir müssten jetzt aber schneller sein als die regierende Bundesregierung. Ich finde das ein bisschen albern. Ich finde es nicht seriös. Ich würde von Ihnen erwarten, Herr Di Benedetto und Herr Schäfer-Gümbel als stellvertretender Parteivorsitzender, dass die Telefone glühen und sagen, morgen bringen wir das in den Bundestag ein, und dann haben wir es endlich auf der Rutsche, und dann können wir uns auch im Bundesrat so verhalten. Machen Sie endlich Ihren Job, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und wenn die FDP dann einmal aufhört, zu blockieren, und wir freuen uns, dass Sie sich eingliedern in der Gemeinschaft derjenigen, die das Einwanderungsgesetz wollen. Wir Grüne wollten das schon jahrzehntelang. Wenn die Bundesregierung ihren Job macht, dann haben wir tatsächlich auch die Möglichkeiten, dass die Zuwanderung so gesteuert wird, wie sie notwendig ist. Innenpolitisch habe ich vorgetragen, was wir alles tun, aber ich habe den Eindruck, das interessiert Sie auch gar nicht. Sie wollten rein parteipolitisch gucken, wie weit können Sie hier jemanden ärgern. Aber das fällt Ihnen so etwas von selbst auf die Füße. Seit 2003 haben Sie es nicht damals zugestimmt. 2003 haben Sie nicht zugestimmt. Damals hätten wir schon 15 Jahre ein Einwanderungsgesetz. Sie sollten noch ein paar Minuten länger überlegen, bevor Sie solche Anträge stellen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Bocklet. Für die Landesregierung erteilt Herrn Staatsminister Grüttner das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir merken ja, dass das Thema Einwanderungsgesetz immer wieder die Gemüter bewegt. Ich denke auch mit Recht, weil über kaum einen Tatbestand ist in den letzten 20 Jahren so viel diskutiert worden wie über die Fragestellung eines Einwanderungsgesetzes. Natürlich überrascht der Antrag der FDP-Fraktion schon, weil sich die Koalitionspartner auf Bundesebene erst vor wenigen Wochen in dem Koalitionsvertrag, den sie gemeinsam geschlossen haben, sehr ausführlich mit der Thematik der Erwerbsintegration sich beschäftigt haben. Insofern ist der Antrag eigentlich auch heute schon überholt. Wenn wir jetzt den Herrn Benedetto gehört haben mit der Werf, mit der er seine Auffassungen oder die der SPD-Landtagsfraktion vorgetragen hat, da stellt man sich schon die Frage, wenn ich mich richtig entsinne, gab es vor noch nicht ganz so langer Zeit einen Mitgliederentscheid bei der SPD über den Abschluss eines Koalitionsvertrages. 66%, das ist ja sozusagen also momentan so die Zahl, die bei der SPD eine Rolle spielen, haben entsprechend zugestimmt. Also sagen wir mal zwei Drittel, so roundabout. Wenn ich jetzt in die
Reihen der SPD schaue, die frenetisch Beifall geklatscht haben, als Herr Di Benedetto gesagt hat, dass das alles nicht ausreicht, was im Koalitionsvertrag drin steht, müssen wir rein statistisch zwei Drittel von Ihnen, die Sie heute geklatscht haben, eigentlich gegen Ihre Überzeugung gestimmt haben, als Sie dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben, weil die Regelungen zum Einwanderungsgesetz stehen da drin. Und Sie hätten natürlich auch Nein, Sie haben ja keinen Mitgliederentscheid gemacht, Herr Greilich, das hat ja die SPD gemacht. Sie haben ja Jamaika mitgemacht bzw. verhindert, das hat Ihnen Kollege Bocklet schon gesagt. Ich finde es nur spannend, dass man hier im Hessischen Landtag eine Regelung beklagt, der man auf Bundesebene zugestimmt hat und wahrscheinlich zwei Drittel aus dieser Fraktion auch zugestimmt haben bei dem entsprechenden Mitgliederentscheid. Und deswegen ist das, was in dem FDP-Antrag drin steht, an einer Stelle eindeutig richtig. Wir werden im Jahre 2030 einen erheblichen Fachkräftemangel in Hessen haben. Im Übrigen, was auch wiederum erstaunlich ist, wenn man den Fachkräftemangel differenziert betrachtet, werden auch an dieser Stelle wieder zwei Drittel, also irgendwie verfolgen uns diese 66%, immer wieder, ungefähr zwei Drittel der Berufe, die wir brauchen, im Bereich der Facharbeiter, im Bereich der dualen Berufsausbildung sein und nur ein Drittel an Akademikern. Nach wie vor ein deutliches Plädoyer für die duale Berufsausbildung, das man an keiner Stelle vernachlässigen darf, dieses immer wieder zu sagen. Und deswegen sage ich an der Stelle, ja, wir haben eine ganze Reihe von Arbeitsmarktintegrationsinitiativen in Hessen ergriffen. Ich will nur einmal zwei nennen. Einfach damit man weiß, worüber wir heute im Jahr 2018 diskutieren und was wir bereits auf den Weg gemacht haben. 2016, nämlich im Februar, hat schon der Asylkonvent, im Übrigen eine einmalige Einrichtung in Deutschland, gibt es nur in Hessen, die Initiative beschlossen, gemeinsam aktiv für die Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt. Wir haben 13 Partner diese Initiative unterschrieben, und wir sind sehr erfolgreich auf diesem Weg. Und genauso erfolgreich sind wir mit dem Programm Wirtschaft integriert auf dem Weg. Und wir bauen es sukzessive aus, beispielsweise mit Pflege integriert, mit vielen Punkten, in denen wir versuchen, dort, wo wir Mangel festgestellt haben im Bereich der Facharbeiterschaft, dieses auch zu beheben. Und wir haben natürlich an der Stelle eine sehr spezifische Beschäftigung auch mit Einwanderungen, seitdem eben eine große Zahl von zufluchtsuchenden Menschen zu uns gekommen sind. Und deswegen haben wir uns auch darauf eingesetzt, dass wir im Bundesgesetz, auf bundesgesetzlicher Ebene, einiges auf den Weg bringen. Wir haben es nur nicht Einwanderungsgesetz genannt, sondern wir haben es Integrationsgesetz genannt. Das ist noch viel zu kurz gekommen. Und im Rahmen dieses Integrationsgesetzes gibt es eine ganze Reihe von Änderungen, im Beispiel im Aufenthaltsrecht, im Asylgesetz, im Asylbewerberleistungsgesetz, in den Sozialgesetzbüchern 2, 3 und 12 und im AZR-Gesetz. Und hier gehören beispielsweise auch die Maßnahmen, die wir in Hessen eingeführt haben, den Aussatz der Vorrangprüfung, die Fragestellungen der Erleichterung im Hinblick auf die Arbeitsaufnahme für Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, die Frage von Ausbildungshilfen, die in Anspruch genommen werden können, die durchgesetzte 3+2-Regelung, die wir auf den Weg gebracht haben. Im Aufenthaltsgesetz ist die Abschaffung von bisher vier Arten von Aufenthaltsgenehmigungen zugunsten von zwei Aufenthaltstiteln vorgenommen worden, nämlich Niederlassungserlaubnis unabhängig und unbefristet vom Zweck und unbefristet und eine Aufenthaltserlaubnis. Wir haben die Einführung von Integrationskursen und deren Besuch als verpflichtend deklariert. Wir haben eine gesetzliche Grundlage zur Einführung von Härtefallkommissionen auf Länderebene, wo es noch nicht der Fall ist und es diese nicht gibt. Und wir haben Arbeitserlaubnisse jetzt auch von Ausländerbehörden. Die können jetzt auch von Ausländerbehörden erteilt werden. Also eine ganze Reihe von Maßnahmen, die in der Zwischenzeit schon umgesetzt worden ist. Insofern sind wir an diesem Punkt schon längst unterwegs. Wir haben eine Reihe, und das wiederhole ich jetzt nicht, durch die Stabsstelle Fachkräftesicherung von Maßnahmen. Insgesamt sind es weitaus mehr als 100 in Hessen umgesetzt, um einen in der Tat drohenden Fachkräftebedarf oder Mangel vorbeugen zu können. Ein Einwanderungsgesetz hilft an dieser Stelle nicht. Danke, Herr Staatsminister Grüttner. Für die FDP-Fraktion meldet sich gerade noch einmal Herr Rock. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt hat der Minister mich fast ausgetrickst, weil er so kurz geredet hat und sich so viel Redezeit aufgespart hat.
dass ich fast nicht mehr den Zettel hätte abgeben können. Hier wird mit allen Mitteln gearbeitet, aber zum Glück bin ich ja noch gut zu Fuß. Ich will noch einmal mit ein, zwei Themen versuchen, die zu verdeutlichen. Ich habe nicht davon gesprochen, dass wir 200 Migranten in den Arbeitsmarkt integriert haben. Ich habe auch nicht dafür gesprochen, dass man 400, 500 Spanier angeworben hat, 50 Spanier, sondern ich spreche davon, dass uns in gut 10 Jahren 400.000 bis 500.000 Arbeitskräfte fehlen werden, die wir brauchen, um das Sozialsystem in Gang zu halten, die wir brauchen, um unsere alten Menschen zu pflegen, die wir für alle wichtigen Aufgaben in unserem Land brauchen. Sie verstehen die Dimension einfach nicht, die Dimension der Herausforderung. Dafür bleiben uns 12 Jahre, was in der Politik so gut wie gar nichts ist. So, und jetzt komme ich mal zu meinem Freund Bocklet, Abgeordneten Bocklet. Lieber Herr Bocklet, ich verstehe ja, dass Sie so rumgeschrien haben. Ich verstehe das total, weil Sie da mit dem Geschrei von dem eigentlichen Thema ablenken wollten. Ich will Ihnen noch einmal vielleicht anhand der Überschriften der beiden Anträge, die wir ja hier vorliegen haben, den der FDP, der Freien Demokratischen Partei, und den von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU. Der Unterschied ist bei uns, wir sagen, wir wollen ein Einwanderungsgesetz. Wir wollen ein Einwanderungsgesetz. Und Sie sagen in Ihrem Antrag betreffend Fachkräftesicherung, setzen auf Außenweiterbildung, spricht weitere Zielgruppen an und öffnet den Ausbildungsmarkt für Zugewanderte, also die, die jetzt schon da sind. Sie wollen keine neue Zuwanderung. Und dass Sie natürlich hier so rumschreien, um über den Hinweis hinwegzugehen, dass Sie hier in dieser Koalition sich komplett der CDU untergeordnet haben bei diesem Punkt und nicht einmal mehr hier in der Lage sind, frei als Abgeordnete zu äußern, dass Sie in der Koalition leider gezwungen sind, ein Zuwanderungsgesetz nicht unterstützen zu können, aber es wenigstens der Sache richtig halten, dass Sie das nicht einmal mehr hinkriegen. Das ist ein Rückschritt selbst für Ihre Fraktion. Früher stand ja in den Anträgen noch drin, wir sind uns nicht einig. Jetzt geben Sie einfach auf und lassen die CDU die Sache bestimmen. So werden Sie sicherlich nicht, in Hessen etwas voranbringen. So werden Sie nicht erfolgreich sein. Und so werden Sie leider auch Sie persönlich, glaube ich, sehr weit unter dem bleiben, was Sie auch können und wofür Sie auch stehen, wofür Sie argumentieren. Das ist doch an Ihrem Anspruch längst vorbei. Und diese Nebelkerzen, die Sie hier zünden, Sie wissen genau, dass die Freien Demokraten im Bundestag schon immer für dieses Einwanderungsrecht stehen. Und natürlich wissen Sie auch, dass Sie in Koalitionen im Bundesrat ein anderes Abstimmungsverhalten ist. Und das ist in Koalitionsverträgen festgelegt. Es ist doch kindisch, sich so hier hinzustellen. Wir als Freie Demokraten stehen schon immer für eine geordnete Zuwanderung. Und das sind doch nur Nebelskerzen. Ich versuche es noch einmal. Die Demografie, liebe Fraktion der LINKEN, die Demografie ist in allen europäischen Nachbarländern genauso ausgeprägt wie bei uns. Wir können den Fachkräftemangel, den demografisch indizierten Fachkräftemangel, nicht durch unsere Nachbarländer ausgleichen. Weil wer pflegt denn dann in Polen, bitte schön, die alten Leute, wenn die alle bei uns sind? Die haben das gleiche Problem wie wir. Und die haben in dieser Dimension das gleiche Problem wie wir. Wir sind durch eine organisierte Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt zwingend angewiesen. Und je länger Sie das verweigern, und liebe Kollegen von der CDU, warum rede ich eigentlich so viel über die GRÜNEN? Es sind ja Sie, sind ja das Problem. Die GRÜNEN haben es netterweise fertiggebracht, durch Ihr Gestrei davon abzulenken, dass Sie das Problem sind. Sie sind seit 20 Jahren das Problem. Nicht FDP und GRÜNE sind das Problem, Sie sind das Problem. Und Sie schaffen es mit Ihrer Beharrlichkeit immer und immer und immer wieder, das Thema Zuwanderungsgesetz in unserem Land aufzuhalten. Und jetzt muss ich wirklich noch einmal. Also, Sie haben doch wegen der Flüchtlingskrise, hat doch Frau Merkel, und Sie haben doch auch hier plötzlich gesagt, das wäre doch gar nicht so schlecht alles. Dann tun Sie es doch einmal in Berlin, weil wir glauben nicht, dass Sie tatsächlich in der Großen Koalition willens sind, ein einigermaßen vernünftiges Zuwanderungs- und Einwanderungsgesetz in den Arbeitsmarkt zu beschließen. Und darum glauben wir, dass die Länder sich nicht hier hinsetzen können und warten, sondern wir haben die Probleme, und darum müssen wir im Bundesrat auch dazu beitragen, dass diese Probleme gelöst werden. Danke. Danke, Herr Rock. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Bocklet noch einmal gemeldet. Ja, Herr Präsident, ich habe mich noch einmal melden müssen, weil ich weiß, dass der Kollege Zwischenfragen nicht zulässt. Deswegen habe ich mich gleich zu Wort gemeldet. Herr Kollege Rock,
Ich bitte Sie doch einmal im Folgenden, mir zu erklären, warum Sie im Jahre 2003 im Bundesrat gegen das Zuwanderungsgesetz gestimmt haben, was SPD und GRÜNE eingewandert haben. Das ist genau 15 Jahre her. Ich höre nur Gemurmel fürs Protokoll. Die FDP hat vor 15 Jahren ja, ich muss gar nicht brüllen. Sie wollen ja, dass ich nicht brülle, dann schweigen Sie ein bisschen, kann ich leiser reden. Sie haben vor 15 Jahren die Möglichkeit verstreichen lassen, dass es ein Zuwanderungsgesetz gibt. Herr Rock, Sie teilen meine Ansicht. Offensichtlich versuchen Sie es zu ignorieren. Ich versuche ja, Ihre Fragen zu beantworten. Hier vor Ihnen steht jemand, ein Vertreter einer Partei. Ich bin über 30 Jahre in dieser Partei. Wir haben sehr früh, das lasse ich Ihnen alles zukommen, dass meine Partei schon sehr früh und gegen alle Widerstände für ein Einwanderungsgesetz gestimmt hat, für ein Einwanderungsgesetz geworben hat und dass Sie nachweislich im Protokoll 2003 im Bundesrat dagegen gestimmt haben und damit ein Einwanderungsgesetz verhindert haben. So, das ist die FDP-Position gewesen 2003. Sie gucken so kritisch, Herr Lenders. Ich wollte es Ihnen einfach noch einmal erklären. Und das habe ich Ihnen erklärt, erstens. Und zweitens habe ich Ihnen versucht zu erklären, dass Sie auch in dieser Landesregierung zweimal vertreten waren in den letzten Jahrzehnten. Und ich Sie gebeten habe, uns für das Protokoll nachzureichen, Ihre Initiativen für ein Zuwanderungsgesetz. Das wollten Sie mir, habe ich durch den Kopfnicken so verstanden, wollten Sie mir zukommen lassen, wie Sie, als Sie regiert haben, noch mit Herrn Rentsch und Frau Beer und auch davor noch mit Jörg-Uwe Hahn, wie Sie Ihre Initiativen für ein Zuwanderungsgesetz vorangetrieben haben. Und ich sage, das erwähne das deshalb, weil ich glaube, Ihnen fehlt die Glaubwürdigkeit in diesem Punkt, weil Sie jahrzehntelang die Entwicklung in dieser Frage verschlafen haben. So, und der Punkt ist, dass Sie jetzt zu denen überwechseln, die das wollen. Das begrüße ich, weil wir brauchen jeden Kämpferinnen und jeden Kämpfer in diesem Lande, der die Notwendigkeit sieht. Und deswegen begrüßen wir auch die FDP in der Reihe der Vernünftigen. Das können wir doch auch einmal hier zur Kenntnis nehmen. So, und mehr, und um mich mehr und nicht mehr, weniger geht es. Und diejenigen, die dann jemand mit dem großen dramatischen Tremolo, das muss ich ja noch einmal erwähnen, auf die Grünen, und Sie haben vor allem zu uns Grünen gesprochen, glaube ich, habe ich glaubwürdig gemacht, dass wir schon vor 15 Jahren das eingebracht haben, keine Belehrung brauchen. Dann will ich Ihnen auch noch einmal sagen, was ist jetzt zu tun? Jetzt hat die Bundesregierung unter SPD und CDU einen Koalitionsvertrag gemacht, der es gebietet, dass wir warten, bis der Entwurf endlich Gesetzesvorlage wird. Und was sollen wir denn in dieser Situation auch anderes tun, als zu sagen, ja, die kriegen das jetzt hin, die legen das im Innenausschuss, liegt es irgendwie schon. Jetzt warten wir, was sie verabschieden, dann werden wir das kommentieren. Wir werden das genau uns angucken und wir werden das dann auch ganz sicherlich qualitativ prüfen und uns dazu verhalten. Es gibt in dieser Frage kein Wackeln und kein Zockeln. Wir wollen das Einwanderungsgesetz. Das wird da auf Bundesebene wird dort etwas verhandelt. Wir gucken, was dabei rauskommt, und dann werden wir uns hier auch dazu verhalten, so wie es seriöse Politik ist. Und das, was Sie innenpolitisch gefordert haben, das scheint Sie gar nicht wirklich zu interessieren. Wir können das abarbeiten. Das sind mehrere Kataloge von Sachen, die eingeleitet werden, um den Fachkräftemangel hier aktiv zu bekämpfen. Das ist seriöse Innenpolitik, wofür CDU und GRÜNE zuständig sind. Das wird hier hart Tag für Tag abgearbeitet, damit der Fachkräftemangel nicht noch stärker wird. Da sind wir in der Verantwortung. Und das, was die Bundesebene zu tun hat, soll sie endlich tun. Dann kommt dieses Land auch ein Stück weiter. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Bocklet. Für die CDU-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender, Herr Boddenberg, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe leider die Debatte nicht in Gänze verfolgen können, aber wenn ich hier reinkomme und Herr Kollege Rock davon spricht, dass die CDU das Problem sei, dann will ich mich natürlich zu Wort melden. Und auch wenn ich die Debatte nicht in Gänze verfolgt habe, würde ich gerne etwas zu dem grundsätzlichen Streitpunkt sagen, der hier heute diskutiert wird. Zunächst einmal, ich glaube, das darf ich an alle Fraktionen hier im Hessischen Landtag richten und auch Sie daran erinnern. Meine ich in den letzten zwei, drei Jahren in dieser Gesellschaft, aber auch in allen Parteien, Sätze vernommen zu haben, die dahin gingen, dass alle der Erkenntnis sind, dass wir diese Gesellschaft nicht überfordern dürfen. Ich nehme mal die LINKEN als Beispiel, damit es gleich deutlich wird. Sarah Wagenknecht spricht davon, dass da eine Banalität festzustellen, dass es Grenzen gibt einer Gesellschaft, was ihre Integrationsfähigkeit anbelangt. Und wir haben alle den Bundespräsidenten anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Deutschen Einheit in der Paulskirche zugestimmt seinerzeit. Das ist noch nicht so lange her. Und Herr Kollege Rock, in der grundsätzlichen Frage, die Sie ansprechen, nämlich Fachkräftemangel, müssen Sie, glaube ich, niemanden hier überzeugen, dass das nicht ein Problem ist, das alle erkennen.
Die Landesregierung der letzten Legislaturperiode, der ich angehört habe, wie Sie wissen, hat sich 2009 bis 2011 mit einer Fachkräftekommission, und ich will mal sagen, Hessen war das einzige Land, das eine solche Kommission hatte, mit allen Facetten dieser Frage intensiv auseinandergesetzt. Ich hatte dann noch als Vertreter von zwei Ländern im Bund das Vergnügen, auch in der Kommission der damaligen Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen zu sitzen. Also, ich darf mal für mich reklamieren, dass ich rauf und runter mich mit allen Fragen, mit vielen Experten, aber auch politischen Kollegen befasst habe. Und wir haben hier in Hessen seinerzeit in der Fachkräftekommission gesagt, das erste Ziel muss doch sein, dass wir diejenigen, die hier in Hessen leben und nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind oder noch Potenziale sein können, in diesen Arbeitsmarkt integrieren oder es ihnen möglich machen, an diesem Arbeitsmarkt teilzunehmen. Und da sind wir bei Jugendlichen ohne Schulabschluss oder ohne Berufsabschluss, das sind deutlich über 300.000 unter 30 Jahren in Hessen, die keine Abschlüsse haben, die Gott sei Dank in weiten Teilen in Arbeitsverhältnissen sind, aber in, wie Sie sagen würden, prekären Arbeitsverhältnissen, ich sage in Arbeitsverhältnissen sind, die möglicherweise aufgrund zunehmender Digitalisierung, und Digitalisierung heißt Technisierung auch in vielen Bereichen, nahezu allen beruflichen Bereichen, die wir haben, gefährdet sind und wo wir dafür sorgen müssen, dass wir die so nachqualifizieren, dass die Gefährdung eines Arbeitsplatzverlustes weniger wird. Wir haben uns mit der Frage der Frauenbeschäftigung beschäftigt damals, also der Frauenbeschäftigung beschäftigt. Wir sind im europäischen Vergleich gar nicht so schlecht. Rund 70% der Frauen nehmen an Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit teil. Das ist aber nur die eine Frage. Die zweite Frage, wie lange tun sie das über die Woche? Da liegen wir deutlich unter europäischem Schnitt. Und das hat etwas mit all den Themen zu tun, die wir hier auch diskutieren, nämlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Denn viele Frauen, die heute 20 oder weniger Stunden pro Woche arbeiten würden, gerne mehr arbeiten, kriegen es aber nicht hin, weil, da nicken Sie zustimmend, also haben wir auch dort Konsens, durchaus es noch Bedarfe gibt und Verbesserungsbedarfe gibt bei der Frage, wie kriegen die Frauen vor allen Dingen, Männer natürlich auch, aber wir wissen doch, in dieser Welt, in der wir leben, sind es häufig die Frauen, beides unter einen Hut. Wir haben uns mit, das ist angesprochen worden von Herrn Bocklet, unter anderem, das kann man alles in dem Bericht dieser Kommission nachlesen, mit Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Auch da sind wir übrigens in der öffentlichen Verwaltung in Hessen sehr, sehr gut aufgestellt. Da wünschte ich mir, dass die private Wirtschaft ähnliche Quoten erreicht. Wir haben uns mit dem beschäftigt, Herr Bocklet hat es ebenfalls angesprochen, nämlich können wir und wie können wir es Menschen ermöglichen, über das übliche Erwerbsalter hinaus länger beschäftigt zu sein und wie wird das so attraktiv, dass das möglichst viele, die das eigentlich gerne wollen, auch tun. Also erst einmal eine ganze Reihe von Hausaufgaben hier vor Ort zu erledigen und vieles ist auf gutem Weg und ich finde beim Sozialminister Stefan Grüttner in guten Händen. Und dann haben wir damals auch, und das war ein langer Streit, das darf ich hier sagen heute, das war ein langer Streit mit der Frage, Zuzug von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern außerhalb Deutschlands nach Deutschland sehr intensiv auseinandergesetzt und haben dort zunächst einmal uns mit dem europäischen Arbeitsmarkt beschäftigt. Hier ist ja heute das Beispiel Madrid, ich glaube, von Frau Beschle-Scholz angesprochen worden. Ich will nicht eitel sein, aber ich bin damals als der zuständige Vertreter der Landesregierung in dieser Fachkräftekommission in Madrid gewesen und habe entsprechende Vorgespräche geführt, dann auch mit Kollegen Rentsch und mit anderen Kollegen Stefan Grüttner dort gewesen, um die Dinge zu Ende zu bringen, will ich nicht sagen, nämlich auf die Schiene zu setzen, wäre besser. Das Ergebnis, das man heute besichtigen kann, ist nicht so überragend, dass wir das Gefühl haben, dass wir mit solchen Projekten das ganze und hier beschriebene Problem beseitigen. Und deswegen ist es völlig in Ordnung. Und, Herr Präsident, ich bin fertig. Es ist völlig in Ordnung, dass über das Thema Einwanderungsgesetz in dem Zusammenhang gesprochen wird. Aber dass zu dem Zeitpunkt, als Herr Tauber, unser damaliger Generalsekretär, das Thema aufbrachte, ich gesagt habe, das halte ich für den falschen Zeitpunkt, das jetzt aufzurufen, wo alle Welt in Aufregung war, wie viele kommen denn dann noch aus anderen Gründen hierher. Ich finde, das muss Teil der Debatte sein. Das ist ein legitimer Teil der Debatte. Ich habe es eingangs gesagt, wir müssen sehen, dass das unsere Gesellschaft nicht überfordert. Und damit meine ich alle, die heute hier leben, und dass es mehr Ängste auslöst, als dass es am Ende Probleme löst. Und nur darüber reden wir. Und dann ist die CDU kein Problem, sondern wie immer eine Partei, die mit Besonnenheit an solche Fragen herangeht. Vielen Dank. Danke, Herr Boddenberg. Die FDP-Fraktion hat noch 25 Restsekunden, die Herr Rock ausnutzen möchte. Es läuft noch nicht die Zeit. Ich habe noch nicht Herr Präsident gesagt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Bocklet, Sie waren wie immer nur sehr nah an der Wahrheit heute, am heutigen Tag.
Darum, ich habe immer, wenn mir Fragen gestellt wurden, die auch zugelassen habe, die auch beantwortet. Darum hätten Sie eine Frage stellen können, dann hätte ich sie auch beantwortet. Warum hat die FDP damals nicht zugestimmt? Wir waren in der Koalition, die Union wollte es nicht. Wie immer, wir konnten das nicht durchsetzen. Im Bundesrat gibt es die Vereinbarung. Wenn man sich nicht einig ist, enthält man sich, dann ist es ein Nein. So, das wissen Sie, damit ist das mal aufgeklärt. Und, Herr Bocklet, ich werde Sie daran erinnern, wenn im Bundesrat ein Einwanderungsgesetz vorliegt, wie die Hessische Koalition abstimmt. Und dann hoffe ich für Sie, dass ich Sie nicht zitieren muss. Danke sehr, Herr Rock. Für die linke Fraktion hat sich Frau Faulhaber gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist ja irgendwie interessant, Herr Boddenberg, dass Sie ausgerechnet mit den Grenzen der Integrationsfähigkeit angefangen haben. Das ist ja ein Problem, das haben wir hier überhaupt nicht, weil die Grenzen der Integrationsfähigkeit sind bei uns ja nun überhaupt nicht erreicht. So, Flucht und ich möchte erst mal was sagen zu Flucht. Flucht und Asyl ist ein Grundrecht, und da werden wir auch niemals irgendwie Grenzen der Integrationsfähigkeit ausrufen können. Die andere Frage ist die mit dem Fachkräftebedarf. Also diese Begründung mit dem Fachkräftebedarf, Herr Rock, 500.000 in so und so vielen Jahren, 12, ist völlig übertrieben in meiner Sicht, weil man muss eine Politik machen, die diese Fachkräfte ausbildet. Und da gehört dazu eine ordentliche Bildung, da gehört dazu eine ordentliche Ausbildung, da gehört dazu, dass akademische und duale Ausbildung für alle möglich ist, die das irgendwie hinkriegen, dass die gefördert werden, dass wirklich auch Inklusion und Integration ernst genommen wird. Das gehört dazu. Und dann gibt es aber noch einen Bereich, der heißt Arbeit 4.0. Darüber wird hier überhaupt nicht diskutiert. Und da werden sehr viele Arbeitskräfte frei werden, und da wird es große soziale Verwerfungen geben. Und da möchte ich dann einmal Ihre Haltung dazu sehen. Das ist ja dann interessant. Wie werden Sie sich verhalten, um Löhne zu sichern und das Ansehen der Fachkräfte hier bei uns so zu sichern, dass das auch die Leute machen wollen? Das ist eine große Herausforderung, und dazu müssen die Menschen ausgebildet werden. Und das fangen wir, da haben wir uns ja in der Bildungspolitik die ganze Zeit darüber gestritten, und da müssen wir auch ganz andere Maßstäbe anlegen. Und es kann ja nicht sein, dass Sie sich weiterhin damit abfinden, dass wir uns als sozusagen Ausbluter anderer europäischer Länder betätigen, dass wir dort die Fachkräfte, die da dringend gebraucht werden, abwerben und sie dann hier auch noch zur Dequalifizierung und zur Drückung der Löhne einsetzen. Das kann nicht sein. Wir müssen dafür sorgen, dass hier Leute ausgebildet werden, dass die eine gute Bezahlung bekommen, dass die hier so dastehen, dass nicht in der Pflege, wo das ja der wichtigste Punkt ist, dass die da gar keine Möglichkeiten haben, bis ans Ende ihrer Berufslaufbahn überhaupt tätig zu sein. Und ich denke, da liegen unsere Aufgaben und nicht in irgendeiner Begrenzung von irgendwelcher Integration und Aufnahme. Danke, Frau Faulhaber. Für die SPD-Fraktion hat sich die Benedetto gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wird mir in Anbetracht des Inhalts des FDP-Antrags hier, insbesondere von Seiten der Koalitionsfraktionen, ein bisschen zu sehr um den heißen Brei herumgeredet. Wenn ich das einmal interpretieren darf, Herr Rock, der Kernsatz in Ihrem Antrag, das ist die Nummer 4, der lautet: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, hier ist natürlich die schwarz-grüne Landesregierung gemeint, sich auf Bundesebene für eine Zusammenarbeit des Bundes, der Länder und der Kommunen für ein Einwanderungsgesetz einzusetzen. Ich erinnere daran, dass in der letzten Integrationsministerkonferenz im März letzten Jahres das Land Hessen sich gegen ein Einwanderungsgesetz als Hessen ausgesprochen hat. Und es geht jetzt einfach darum, dass wir fordern und verlangen, dass unser Bundesland in Berlin, wenn es um diese gesetzliche Regelung geht, eben mit einer Stimme spricht, und zwar schwarz und grün.
Wie wird sich die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen diesbezüglich positionieren? Und nur darum geht es. Es geht darum, was das betrifft, mit einer hessischen Stimme die Interessen unseres Bundeslandes zu vertreten. Und da haben wir bis heute keine Antwort bekommen. Der Herr Minister hat sogar gesagt, dass ein Integrationsgesetz jetzt in der Mache wäre. Ein Einwanderungsgesetz sei nicht nötig. Ich bin heute noch weniger klüger als die Debatte, die wir vor einem Jahr hier an derselben Stelle geführt haben. Und ich denke, so können wir auch nicht in die Zukunft blicken. Sie haben sich mit vielen hessischen Maßnahmen hier versucht herauszureden. Das ist alles löblich, was im Rahmen der Integrationsarbeit und der Flüchtlinge passiert ist. Aber wir reden hier nicht um die Situation alleine in Hessen. Wir reden nicht nur über die Flüchtlinge, sondern wir reden über die absolute Notwendigkeit, auf Bundesebene ein neues Gesetzeswerk zu schaffen, das sinnvoll uns alle in die Zukunft führt. Und da gibt es aus Hessen keine Stimme, die mit einer Sprache sagt, wie positioniert sich Hessen in dieser Debatte. Und das wollten wir von euch wissen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was die Absicht der FDP-Fraktion ist. Und wir haben, ich wiederhole es, bis heute hierzu noch keine Antwort. Danke, Herr Di Benedetto. Meine Damen und Herren, wir sind hier oben sehr überrascht, dass wir keine weiteren Wortmeldungen mehr haben, damit am Ende der Debatte sind. Wir haben jetzt zwei Anträge. Der von der FDP geht in den Sozialausschuss und WVA mitberatend. Das machen wir so. Was ist mit dem Regierungsfraktionsantrag? Mit dem machen wir genau das Gleiche. Damit sind diese beiden Anträge in die Ausschüsse überwiesen.